Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Teamarbeit. Mir fällt gerade auf, dass das letzte Video, was ich gedreht habe, noch nicht mal geschnitten habe. Naja, ich habe schon angefangen, aber so ein bisschen. Heute kommt die Vorbereitung für Karls Geburtstag. Er hat morgen. Wir backen jetzt einmal das hier und einmal, ohne Momento, das hier. Dann werden noch ein paar Geschenke verpackt, dekoriert. Wir haben 1 Milliarde Dinge zu tun. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ich weiß nicht, wie viele Stunden später es jetzt ist. Zu viele. Aber wir sind mit Dekorieren so gut wie fertig und Geschenke sind alle verpackt und deswegen zeige ich euch jetzt mal alles. Also hier erstmal der Geburtstagstisch. Ich hatte ja schon erzählt, wir haben einfach 1000 verschiedenes Geschenkpapier genommen. So, dann, Moment, wie kriege ich das jetzt am besten drauf? Erstmal so im Überblick. Ja, das geht noch weiter. Hier drüben ist noch so ein Feuerwehrauto und eine Ballongirlande. Ich muss das nochmal von weiter weg filmen. Ihr habt das jetzt auch im Zeitraffer schon gesehen, aber jetzt immer so zum Überblick. Und die Girlande hier mit den Wimpeln geht in der Küche noch weiter, weil die einfach so lang war. Genau, dann haben wir hier noch die Kerzen für den Kuchen und der erste Kuchen ist schon zumindest so weit. Das heißt, wir dürfen jetzt mal noch uns um den Kuchen kümmern, damit der dann am Ende so aussieht und noch ein paar Plätzchen backen. Ey! Wir werden jetzt Kekse gebacken. Sieht auf jeden Fall schon mega lecker aus. Und wir haben einen Kuchen fertig. Ich hätte gerne ein Backblech mit Backpapier. Ja, gibt's gleich. Cool. Das ist der Kuchen, das ist einfach so ein Haufen. Ich finde den eigentlich schön und ich glaube, der wird mega lecker, weil es einfach nur Schoki mit Schoki und Schoki ist. Hier sind jetzt die Kekse, die stelle ich jetzt in den Kühlschrank und wir dekorieren die morgen früh. Wow. weil die müssen ganz abgekühlt sein und jetzt ist es spät. Naja, geht so. Spät ist relativ. Ja, jedenfalls. Okay, das ist das Gruseligste. Hallo? Wir gehen jetzt schlafen. Wow, sehr wundervoll. Viele, viele Tage später und ich habe ein paar kleine Videoclips noch und zwar von der Hochzeit, also vom Hochzeitsmorgen. Da habe ich, war richtig müde, da habe ich eine kleine Aufnahme gemacht, blende ich euch jetzt ein. Und wie spät ist es? 6.25 Uhr. Premium-Uhrzeit. Darauf erstmal einen Kaffee. Und ja, wir waren dann in Berlin in einem Hotel direkt nach der Hochzeit. Da habe ich auch noch was gefilmt, was ich euch jetzt einblende. So, unabhängig von irgendeinem Video, ich drehe das jetzt einfach und werde es irgendwo reinschneiden, möchte ich euch mal unser wunderschönes Zimmer hier zeigen. Ich gehe jetzt nicht von draußen rein, weil da sind bestimmt Leute oder so, die mich dann sehen. Also, ich drehe mal die Kamera um.
Hier ist die Tür. Wenn man reinkommt, steht man hier in einem Flur. Hier hängen noch unsere Hochzeitssachen. Die müssen wir mal noch irgendwie in einen Kleidersack tun. Dann haben wir hier ein Sideboard mit unseren vertrockneten Blumen. Und hier ist überall Reis. Also wirklich, das kam hier aus dem Blumenkranz. Kommt immer noch heftig. Ja, also ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal hier lang. Hier haben wir so einen Sitzbereich, Wohnzimmer, irgendwas. Dann, die Gardinen sind noch zu. Ich zeige euch gleich mal die Aussicht von hier drüben. Kann man hier durchgehen zum Schlafbereich. Ich habe zu Tim gesagt, er soll das Bett machen. Hat er irgendwie nicht gemacht. Ja, da haben wir schon hingepennt. Ich bin gar nicht so bescheuert und mache das Bett, nachdem wir drin gepennt haben. Also hier ist jetzt nicht so die Aussicht, weil hier ist halt... Ah, da hinten ist die Aussicht. Ich habe immer noch keine Orientierung. Also da hinten ist der Fernsehturm. Seht ihr den? Da. Und hier ist die Spree und hier ist dieser Bogen von der Spree. Und, so, Moment. Gut, also Schlafbereich. Wir sind natürlich wieder höchst professionell und besitzen keinen Koffer oder sowas, sondern fahren hier mit einer Permanent-Tragetasche ins Hotel. So, dann diesen Bereich hier, also hier kann man, ist ein Schminkspiegel und so, diesen Bereich hier habt ihr von der anderen Seite schon gesehen. Hier ist ein Kleiderschrank, der, ich finde den irgendwie ziemlich cool so mit dem Muster. Und hier kann man seinen Koffer, wenn man einen hätte, hallo übrigens, könnte man den hier auspacken. Jetzt sind wir hier wieder da, ne? Jetzt sind wir hier eine Runde gegangen. So, aber man kann auch noch hier eine Runde gehen. Und zwar ist hier so ein, du musst nicht immer, ist hier so ein... einzelnes Bad, also hier kann man die Tür und hier zumachen. Dann ist hier ein Klo und ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Genau, und dann ist hier nochmal ein Badezimmerbereich, der ist offen. Dann haben wir hier eine Dusche und eine Badewanne und dann kannst du hier baden, kannst du die Gardine aufmachen und dich beim Baden beobachten lassen. Genau, und wenn man jetzt hier von hier, so ist alles offen, sind wir wieder hier. Und fertig. Jetzt habe ich Tim verloren. Ich sollte nicht mehr mitkommen. Ja. Ich war dabei aber eigentlich nur hier zu suchen, ob alles weg ist. Okay. Genau, und jetzt ist unsere kleine Upload-Pause hoffentlich erstmal vorbei. Ich hatte sicher schon mal erzählt, mein Studium ist jetzt zu Ende und mein neues Studium fängt noch nicht sofort an. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit jetzt. Wir fahren auch demnächst in Urlaub. Deswegen hoffe ich, dass ich wieder mehr Zeit für Videos habe. Und deswegen habe ich jetzt auch endlich mal geschafft, das letzte Video, ein Alltagsvlog zu schneiden und jetzt auch dieses Video, weil das ist wirklich alles schon ein ganzes Stückchen her. Und ich hoffe, ich werde demnächst euch wieder ein bisschen mehr mitnehmen können, vor allem im Urlaub.